Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Schenks Kosmos. Es geht auch schon los. Bei Facebook stellte ich die Frage, was haben die Menschen von 7 erdähnlichen Zwergplaneten in 40 Lichtjahren Entfernung? Eine Meldung, die sich immerhin einen ganzen Tag als Topmeldung bei Google News hielt. 40 Lichtjahre sind über den Daumen gepeilt 372 Billionen 432 Milliarden Kilometer. Und selbst wenn wir Raketen hätten, die tausendmal so schnell flögen wie unsere modernsten Modelle, bräuchten wir ganze 300 Jahre, um dorthin zu kommen. Ich setze das jetzt hier einfach mal als bekannt voraus. Was also haben wir Menschen von 7 erdähnlichen Zwergplaneten in 40 Lichtjahren Entfernung? Auf diese Frage meldete sich Dennis aus Köln und fragte seinerseits, soll man diese Information etwa zurückhalten oder worüber beschwerst du dich? Ich möchte darauf mit einem Gleichnis antworten. Hier sehen wir einen zwergkartoffelähnlichen Gegenstand und hier, um das Abstraktionsvermögen unserer Zuschauer nicht zu sehr zu strapazieren, einen Spaghetti-ähnlichen, um nicht zu sagen einen Zwerg-Spaghetti-ähnlichen Gegenstand. Und jetzt möchte ich Sie mitnehmen. Mitnehmen auf eine Reise in die Tiefen Ihrer eigenen Vorstellungskraft. Stellen Sie sich bitte vor, Sie hätten unermesslichen Hunger. Stellen Sie sich bitte ferner vor, diese Lebensmittel befänden sich auf einem dieser erdähnlichen Zwergenplaneten 40 Lichtjahre entfernt von unserer Erde. Ganze 300 Jahre bräuchten wir, selbst mit Raketen, die tausendmal schneller sind als unsere modernsten Modelle, um diese Lebensmittel zu erreichen. Es sollte uns nicht schwerfallen, die Sinnlosigkeit dieses Unterfangens zu erkennen. Oder ist es vielleicht so, dass die Menschheit das Schneewittchen der Milchstraße ist und Zuflucht suchen soll bei den 7 Zwergplaneten, die erdähnlich sind? Wer weiß das schon so genau? Und damit verabschieden wir uns auch schon kurz und schmerzlos aus dieser ersten Folge von Schenks Kosmos. Tschüss!